Neulich im Erzgebirge. Das Erzgebirge war eine der wichtigsten Bergbauregionen in Europa. Viele Bergleute glaubten auch an Geister oder Kobolde, die im Berg lebten und über das Schicksal der Bergleute entschieden. Es gibt auch zahlreiche Legenden und Mythen über verschwundene Bergleute und unerklärliche Ereignisse im Bergwerk. Das Erzgebirge ist unter anderem deswegen reich an Märchen und Sagen, die oft mystische Elemente enthalten. Es gibt viele schöne Sagen aus dem Erzgebirge. Und viele schöne Wege und viele gesunde Kräuter und viel Gebirge aus Gestein und Schokolade. Und aus diesem Grund überqueren wir die Zschopau auf die andere Seite, quasi auf die Schokoladenseite. Hier ist Maria. Sieh mal, wo hast du mich denn heute hingeführt? Das ist ja Wahnsinn hier. Der Schokoladenfels sind 514 Meter hoch. Jawohl. Und warum hältst du das Schokoladenfelsen? Das also weißt da du bestimmt. Habe ich Folgendes vor allen Dingen vernommen. Hier unten siehst du Teile von Thermalbad Wiesenbad. Und da haben sich früher die vornehmen Damen von Kindern hierher führen lassen. Herführen lassen, um die Aussicht zu genießen. Und als Dankeschön haben sie denen Schokolade gegeben. Du wirst du wissen wollen, was ich krieg. Wann du deine Schokolade kriegst. Ich hatte eigentlich welche mitgebracht, aber... Die wolltest du mir jetzt geben, oder was? Ja, die wollte ich dir geben. Die Schokolade ist alle, es ist bloß noch der Felsen da. Auf der Party, da ist halt lustig. Auf der Party, da ist halt schief. Herr, bitte beschützt du dieses Haus. Segne die gehen ein und aus. Ja, hier kannst du viel Schokolade essen. Ja, und jetzt kommt das Wetter dazu. Ja, du hörst schon viele Sachen eben, genau wie mit der Höhenangabe. Ja, vor uns war noch eine Tafel mit 512,6 Meter Höhe. Mit Schokoladenfelsen könnte ich mir aber auch noch unter anderem Folgendes vorstellen. Guck mal diesen Felsen hier an. Das wird eine Lichte gewesen sein und ist nur schwarz wie Schokolade. Deshalb könnte man auch Schokoladenfelsen sagen. Also es gibt viele Varianten. Das meiste, was ich vernommen habe von Leuten und aus der Literatur, war die erste Geschichte. Glück auf, sagt der Bergmann. Glück zu, sagt die Müllerin.